Hallo Frido, hallo Romy. Ihr seid heute bei Wer weiß mehr in der Waldhof Edition. Seid ihr bereit? Ja. Mehr oder weniger. Sehr gut. Abwechselnd stelle ich euch Fragen und wir schauen, wer mehr Antworten hat. Und wir fangen an, Frido, mit der Frage, was für Nationen sind bereits Europameister im Fußball geworden? Spanien. Frankreich. Italien. Gut, dass keiner Deutschland bislang gesagt hat. Deutschland. Dann England hat auch noch keiner gesagt, ne? Aber England weiß ich nicht, warte mal. Das zählt schon als Antwort, oder? Ja, warte mal. Lass mich mal überlegen. Oh, Frido. Das ist ein Armutszeugnis. Ja, warte mal kurz, lass mich mal überlegen. Ich sag Portugal. Mhm. Griechenland? Na gut, das war stark. Wie viele gibt's denn noch? Noch vier Antworten sind offen. Vier Antworten sind offen. Okay, wer ist noch gut im Fußball? Das müsste dann vielleicht noch sowas gewesen sein wie die Niederlande. Das ist korrekt. Dänemark. Das ist auch korrekt. Noch zwei Antworten. Weißt du noch die beiden? Jetzt wird es schon schwer, sage ich. Jetzt wird es schon schwer. Dann gehe ich jetzt mit. Auf Dänemark war ich sehr stolz, muss ich sagen, gerade. Ja, das ist. Dann sage ich jetzt einfach mal. Kroatien? Falsch. Die richtigen Antworten. Hast du noch einen Tipp, Rumi, was gewesen wäre? Du hast den Punkt eh schon. Nee. Es wären auch die UdSSR, bzw. Sowjetunion gewesen. Ja, warte mal, aber... Und die Tschechoslowakei. Ja, okay, das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Ja. Damit 1-0 für Rumi. Super. Danke. Kommen wir zur nächsten Frage. Rumi, du fängst an. Und zwar suchen wir alle Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Komm, wer ist der aktuelle? Machen wir es chronologisch? Also, kriegst du es hin? Boah, das wird schwer. Also, Bundeskanzler würde ich einfach mal mit Olaf Scholz anfangen. Okay, dann fange ich mit dem ersten an. Adenauer. Dann machen wir es andersrum, okay. Angela Merkel. Dann kam Ludwig Erhard. Gerhard Schröder. Wer kam danach? Kam dann schon. Oh, da kam noch einer mit 3 Jahre. Ich muss erstmal sicher gehen. Willy Brandt. Das war das schon ein Dritter oder war das ein Zweiter jetzt gerade? Ein Dritter. Ein Dritter. Kann ich eine Frage stellen, ob was schon genannt worden ist oder zählt es schon als Dritter? Ja, ganz also, er hat schon gesagt? Nee, wie? Warte mal, nein. Er wurde schon gefragt. Ja, okay. Habe ich schon gesagt. Ja, also, das ist eine ganz normale Frage. Ja, nein, aber das ist ja dann auch... Kiesinger? Ja. War nämlich der Kurze. Dann sag ich, Kanzler der Wiedervereinigung, das war... Kohl? Wie ist deine Antwort? Warte. Lass mich mal kurz überlegen. Verwechsel es nicht mit Bundespräsidenten, ich sag's nur. Ah, warte mal kurz. Der Wiedervereinigung. Digga, jetzt stehe ich gerade so auf dem Schlauch. Aber es war cool. Ja. Cool? Ja. Cool, ist richtig. Einen letzten haben wir noch. Schade, ich wollte dich aus dem Konzept bringen. Ja, ich weiß. Ich war auch kurz aus dem Konzept, aber. Einen haben wir noch. Kiesinger, Erhard, Adenauer, Merkel, Scholz, Schröder. Wen haben wir denn da noch? Fünf, vier, drei. Theodor Heuss war Bundespräsident. Zwei, ne? Eins. Punkt für mich! Keine Antwort. Die letzte Antwort wäre Helmut Schmidt gewesen. Helmut Schmidt. Der hat noch gefehlt. Von der SPD. Jetzt suchen wir als dritte Frage die Austragungsorte Olympischer Spiele seit 2004. Und Frido fängt an. Zählen Sommer und Winter? Es zählt beides, genau. Okay. Die Länder oder die genaue Stadt? Die Stadt. Die Stadt, ne? Mhm. Okay, London. Seit 2004 fange ich mit Athen an. Dann nehme ich Sochi. Korrekt. Peking. Ja. Peking. Rio de Janeiro. Ja. Rio de Janeiro. Das wird schon schwer. Also bei mir auf jeden Fall. Noch vier Stück. Vier Stück. Winterspiele.
Ich gehe. London. Europa. Dann würde ich. Ich gehe einfach mal nach Australien und sag Sydney. Falsch. Schade. Richtige Antworten wären noch gewesen Tokio. Das waren auch die letzten. Ah, Tokio. Pyeongchang. Vancouver und Turin. Müssen. Oh, Vancouver. Okay, Vancouver hätte man noch wissen können. Ja. Damit 2 zu 1. Was meinst du noch? Turin? Turin, genau. 2006. Dann nächste Frage. Und zwar, Rumi fängt an mit der Frage, welche Spieler haben in der aktuellen Saison ein Tor für den Waldhof erzielt? Fridolin Wagner. Ja, das ist ein Punkt für mich. Das ist das erste Mal, dass es... Ja, der hat kein Tor geschossen. Was? Ja, aktuelle Saison habe ich noch kein Tor geschossen. Du hast noch kein Tor geschossen? Nee, also das ist schlecht. In der Hinsicht, aber oh, gut für mich jetzt. Das ist ja bodenlos. Richtige Antworten wären gewesen. Warte, kann oh, ich, ja, kann ich, glaube ich. Mach du mal alle einfach. Pascal Sohm. Ja. Boah, das ist ja krass. Ich bin enttäuscht. Dominik Martinovic. Ja. Ja, aber dafür schon ein paar Fotos. Schöner Einschub. Danke, dann Dominik Kota. Ja. Dann Baxter Bahn. Ja. Dann, nee. Nee. Barisch, wenn dann am... Ja, hat schon zwei. Barisch hat schon, ja. Barisch hat schon. Mhm. Dann Rossi. Ja. Und ich glaube... Wie viele sind es noch? Jetzt haben wir 6, haben wir jetzt. Genau. Und wie viele sind es insgesamt? Es fehlen noch 5. Es fehlen noch 5. Noch 5, aber warte mal, nur in der Liga? Nur in der Liga, ja. Nur in der Liga? Ja. Dann Cater? Ja, in Freiburg. Stimmt, hast recht. Gut, was auch ein Depp. Dann. Gary hat auch noch eins gemacht. Ja. Gary hat noch eins gemacht. Gegen Köln, erster ja. Spieltag. Noch 3 Stück. Boah. Cello? Nee. Nee, Cello auch noch nicht. Cello auch noch nicht. Was ist denn Cello los? Nicht. Was ist denn los mit euch? Wenn du jetzt zweimal getroffen hast, kannst du einfach weiter treffen, nee, dann müssen wir nicht treffen. Gerne, ja, aber. Ja, siehst du. Ja, wer hat denn da noch getroffen? Lolo? Laurent hat in Zwickau getroffen. Ja, ja. Stimmt. Lolo? Nee. Nee. Auch nicht. Nee. Ein Offensivspieler und ein ZM noch. Steph hat noch getroffen. Steph hat in Fern. Fern, der Kopfball. Ja. Und ein Offensivspieler noch. Ja, Mathe. Martin Winkler. Ja. Okay, dann suchen wir jetzt schon. Viele Fütsch und 3 Super Frage trotzdem noch. Danke für ja. Nochmal. Ja, gut, aber warte mal. Ja, war meine Schuld, danke. Aber es ja. Indirekt bist du halt auch. Ja. Ich habe halt einen Ball. Nächste Frage, komm. Ja, letzte Frage. Frage, und zwar suchen wir die 10 größten Städte Europas gemessen an der Einwohnerzahl. Wer fängt an? Wir fangen an mit. Nee, stopp. Frido. Nee, Frido fängt an. Ich habe gerade. Die 10 größten Städte. Anhand der Einwohnerzahl. Okay, kannst du mir mal so eine Grenze sagen? Also wie viele Millionen? Fang einfach an, Fredo. Ziemlich genau 2 Millionen. Ja, dann ist Berlin dabei. Ja. London. Ja. Mhm. Paris. Ja. Europäische. Europäische, ja. Sonst wär's mit 2 Rom. Millionen. Ja. Mhm. dann sag ich jetzt, Stockholm ist es nicht, dann ist es Madrid noch. Ja. Moskau. Moskau ist die größte. Fehlen noch 3. Die 4, Entschuldigung, 4. Also in Deutschland ist es dann keiner mehr, weil die alle unter 1 sind. Wieder zu voll. Paris habe ich gesagt. So, jetzt ist die Frage: Warschau, Lissabon. Amsterdam ist natürlich auch noch groß eigentlich, oder? Amsterdam. Ist falsch. Okay. Damit 3-2 für Frido. Gefehlt haben noch Minsk. Das war für mich, oder? Nee, für mich. Hast du insgesamt gewonnen? Ja, ich habe einen. Minsk hat noch gefehlt. Minsk? Weißrussland. Ja. Weißrussland. Ist ja krass. Krass, okay. Ja. Kiew. Ja. Ah, stimmt. St. Petersburg. Ach, stimmt. Und die nächste russische. Und das zweitgrößte Land habt ihr auch noch vergessen. Ist sowohl. Hat einen europäischen Teil und einen asiatischen Teil.
Istanbul. Istanbul, ja, stimmt. Istanbul. Ach, stimmt, ich war mit Warschau. Wie viele hatten Istanbul? Die haben recht viel. Ne? Fast 10 Millionen, ich habe 9 Millionen sind. Ja. Dann herzlichen Glückwunsch, Fido, du hast 3-2 gewonnen. Danke schön. Sumi, es war trotzdem mir eine Ehre, gegen dich zu spielen. Und ja. Und ich hoffe. Ich bin ein fairer Verlierer, hast du gut gemacht. Und ich hoffe, du schießt weiter Tore. Ich hoffe, du schießt auch mal eins. Danke. Spaß.